Beats bei Bremen. Willkommen in Hude. Heute übernehmen Sie einen Personenzug mit 8 Wagen nach Bremen. Dies ist nötig aufgrund erhöhter Fahrgastzahlen während des jährlichen Musikfestivals in Bremen. Und rechts sehen wir auch schon einen Güterzug und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, zu einer weiteren Runde Train Sim World 3. Steckt sie den Generalschlüssel ein? Muss ich den dann einstecken? Irgendwo speziell? Der da oder hier oder da? Den Richtungswender meint er aber nicht, oder? Oder meint er hier irgendwas? Ich weiß halt null, was das ist. Okay, er meint den Richtungswender. Okay. Richtungswender auch vorwärts. Zack. Alright. Und so können wir dann auch die Fahrgäste einsteigen lassen. Alrighty. So, Bremen steht schon dran. Was wir aber noch machen müssen, ist das Spitzensignal auf Signallichter stellen. Hier hinten ist alles schon in Ordnung. Und dann sehen wir hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Wow, ist das schön. Da können wir einfach hier raus schon ein, oder fast eigentlich hier raus, ein Thumbnail machen. Das hier ist es eigentlich schon. Ist ja atemberaubend schön. Holy shit. Okay. So, Türen können schon verriegelt werden. Haben wir einen Zeitplan? Wir haben tatsächlich... Ach doch, wir haben einen Zeitplan. Okay, also wir müssen uns ranhalten. SIFA und PZB mache ich jetzt mal so an. Hätten wir aber auch... Wir müssen uns natürlich wieder befreien. Hätten wir natürlich auch über die Schalter hier links machen können. So, Ausfahrt ist mit 60. Steht hier 50? Ne, hier steht 60. Und das ist eine Langsamfahrt. Die müssen wir aber nicht bestätigen, denn das ist schon ja, sozusagen ja, wie sage ich das? Ist schon das... Hier ist schon die Langsamfahrt und es ist kein Vorzeichen für eine Langsamfahrt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ist kein Vorzeichen, ist schon dieses Hauptsignal. Und deswegen, an dem die Geschwindigkeit gilt. Von daher müssen wir das nicht bestätigen. Vorsignale, die eine Langsamfahrt anzeigen, müssen wir natürlich bestätigen. Ganz klar. Okay, dann geht es nämlich erstmal hier rüber wieder. Oh, hier lag die... Hier war aber die Gleise gerade noch nicht so wunderbar animiert. Da lag die Gleise eigentlich zum Geradeausfahren, aber irgendwie auch zum nach rechts fahren. Ihr könnt ja mal zurückspulen. Vielleicht fällt es euch auf. So, und dann können wir Knallgas geben. Let's go. Schauen uns mal an, wie lang der Zug ist. Ja, wir sind in Doppeltraktion unterwegs, okay. Und diesmal machen wir keine Faxen. Ich gehe wieder wenig raus. Denn ich kenne die Strecke noch nicht so gut. Aber wir sind unterwegs wieder auf der Strecke Bremen-Oldenburg in der BR 425 oder 23. Das gucken wir gleich nach. So, hier können wir 160 fahren. Müssen natürlich nochmal kurz warten, bis der Zug vollständig da drüber ist. Dauert ganz schön lange. Der ist nämlich ordentlich lang auch. Ah ne, der darf ja nur 140 fahren. Stimmt. Das war die Baureihe... War das nicht hier irgendwo? Können wir hier nochmal nachgucken. Das ist die Baureihe 425. So. Wir lassen mal ein bisschen ausrollen. Also hier gibt es keine AFB. Und der darf nur 140 fahren. So, grünes Vorsignal. Das heißt, hier können wir auch nochmal kurz den Zug vorbeifahren lassen. Verschwindet er auch schon hinter den Bäumen. Ups. Und wir verlieren ein bisschen zu viel Geschwindigkeit. Deswegen gehen wir mal noch ein bisschen rein. 9 Kilometer ist schon der nächste Halt Delmenhorst. Wo haben wir denn hier eigentlich die Fahrgäste zusteigen lassen? Gute Frage. Kennen leider die Station noch nicht allzu gut. Hier können wir aber nochmal eine Vorbeifahrt machen.
Auch hier bin ich noch nicht ausgestiegen. Ups. Deswegen auch hier noch nicht die Mission gemacht. Das müssen wir alles noch nachholen. Hier mal so richtig reingehen und die Missionen machen. Da müsste man halt überall mal halten. Weiß nicht, ob das mit irgendeinem Zug möglich ist. Bisher habe ich noch kein Szenario gespielt, in dem ich... oder in dem ich überall gehalten habe, tatsächlich. So, jetzt halten wir einen Delmenhorst. Und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir können ja jetzt mal durchswitchen. Und dann sind wir auch schon in Bremen. Oh, na Mensch. Zwei Halter haben wir nur. Naja. Okay. Video ist trotzdem 30 Minuten lang, wie ich gesehen. Also es soll zumindest eine Fahrt sein, die 30 Minuten lang geht. Schauen wir mal rein. Ob das Ganze auch so stimmt. Haben wir eigentlich die Fahrtzugziehanzeige? Können wir hier auch einstellen, ja. Okay. Also könnte man hier theoretisch auch einstellen. Aber das haben wir ja in anderen Szenarios mit der 425er auch so. Wenn wir ein bisschen der Leistung rausnehmen. Wenn wir jetzt nämlich bergab fahren. Und da haben wir auch schon einen Kollegen hier vor uns. Ist das die N-Bahn? Mit dem Karlsruher Kopf? Ja, ne? Sieht so aus. Ja, das ist... die ist aber sehr lang. So, auch hier fahren wir durch. Hier rechts nochmal an einem See vorbei. Vorbeifahrten sind hier tatsächlich gar nicht so schön, weil immer hier die Bäume so im Weg sind. Aber hier ist es mal möglich, sich eine Vorbeifahrt anzugucken. Und da donnern wir doch ganz schön durch. Wir schalten nochmal ein bisschen Leistung auf, damit wir hier auch rechtzeitig ankommen. Oder jetzt geht es gerade bergauf, jetzt müssen wir ein bisschen dazulegen. Ansonsten verlieren wir hier an Geschwindigkeit. 3,2 Kilometer sind es noch bis nach Delmenhorst. Und auch hier fahren wir nochmal an einem Bahnhof vorbei. Ich kann euch leider die ganzen Bahnhöfe gar nicht sagen, weil ich ja eben noch nicht gehalten habe. Ja? Also bei den anderen DLCs, da kennt man zumindest mal hier diesen einen oder anderen. Aber hier ist echt kritisch. So, 120, wir lassen mal ausrollen. Und ihr seht, der rollt echt gut weit. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen Bremsleistung reingeben, damit wir überhaupt unter die 120 kommen. Ich glaube, die ist nämlich für diese Kurve hier vorne, ja. So, haben wir gut gebremst. 120. Und dann sind es noch 1,4 Kilometer. Heißt, den Rest der Strecke können wir auch noch reinrollen. Dann laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir hier irgendwie noch über die Geschwindigkeitsbegrenzung kommen. Und dann geht es jetzt hier rein. Ich habe gesehen, Bremsen sind nicht so stark. Das heißt, wir müssten jetzt schon mal langsam ein bisschen runtergehen. Damit wir nicht in den Bahnhof komplett reinrascheln. Beziehungsweise auch rüberrascheln. Haben wir ja auch schon öfter mal geschafft. Ab hier wäre dann auch wieder 160. Das heißt, anfahren dürften wir dann wieder mit 160. So, dann gehen wir mal noch mal ein bisschen stärker in die Bremse. Damit wir hier auch definitiv rechtzeitig zum Halt kommen. Aber das sieht alles ganz gut aus. So, ja, perfekt. Alrighty. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier waren wir auch schon. Sehen wir daran, dass wir hier auch schon die Aufgabe gemacht haben. Was ist mit den Bremer Stadtmusikanten? Da sind sie!
Jetzt habe ich es rausgefunden. Wir müssen hier einmal aussteigen, auch wenn das natürlich arschgefährlich ist. Aber wir gucken natürlich vorher, ob was kommt. Jetzt sehe ich die. Guck mal, man muss die hier einsammeln. Die Bremer Stadtmusikanten. Und hier ist ja mal der übelste Grafikbug. Geil. Aber man muss die einsammeln. Total cool. Okay. Das erste Mal habe ich eins gesehen. Das war auch totaler Zufall. Wir sind auch. Uiuiui, warum sind wir so spät dran? Ne, übel spät dran. Holy moly. Gleich mal von der Bremse runtergehen. Letzter Halt, die Stadt der Musikanten. Halten Sie die Fenster offen. Vielleicht können Sie die Musik von der Brücke aus hören. Dann machen wir doch mal die Fenster auf. Oh, warte mal, nicht die Tür. Das Fenster. So, wir wollen natürlich mal gucken, ob das hier implementiert wurde. Und dann beschleunigen wir, dass wir hier noch pünktlich ankommen. Wir haben jetzt schon 41 Punkte verloren, dadurch, dass wir ein bisschen zu spät waren. Oh, mir wird gerade tatsächlich kalt. Psychologie ist das. Ja, Fenster auf, mir ist kalt. Oh, aber irgendwie, wirklich, ist mir gerade wirklich irgendwie kalt. Meine Güte. So, minimale Leistung kann man immer anlassen. 120? Warum stand da 120? Nee. Also da war eigentlich ein Schild, dass man jetzt ab da nur noch 120 fahren darf. Oder habe ich mich verguckt? Das sah so aus. Aber kann ja eigentlich nicht. Kann eigentlich nicht. Müsste wenn dann eine Voranzeige gewesen sein, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, aber ich dachte, ich hatte das da gesehen. So, unter 10 Kilometer sind wir. Auch hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Also, wir haben ja total viel noch nicht gemacht. Also eigentlich müsste ich hier mal komplett irgendwie einen Zugdienst finden, mit dem wir hier mal alles abgrasen könnten. Weil das interessiert mich schon mal, hier an den Bahnhöfen stehen zu bleiben, mal ein bisschen zu gucken. Vielleicht hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit. Nicht so wie jetzt, ist schon wieder in einer Rush-Hour. Man sieht auch, die Sonne geht so langsam unter. Der Himmel färbt sich von rot zu lila. Sonne verlässt uns jetzt langsam. Ist auch ordentlich bewölkt hier. Da haben wir es gleich geschafft. 8 Kilometer noch. Wir dürfen nur nicht wieder die Schilder verpassen. Beim letzten Mal, als ich euch dann Vorbeifahrten gezeigt habe und dann auf einmal die Schilder verpasst habe. Aber wir können noch mal eine Vorbeifahrt machen. Na, hier sieht man nicht so viel. Bisschen ruckelt es beim wieder reingehen in den Zug. Und schon sind es nur noch 7 Kilometer. Also mit der Geschwindigkeit komme ich ganz gut klar. Auch ohne AFB. Was natürlich immer so ein Luxus ist, den man eigentlich, wenn man viel ICE fährt und so weiter, gewohnt ist. Aber ja, das muss man hier ablegen. Aber ICE 3 könnten wir auch mal wieder fahren. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Muss ich mal gucken, ob wir beim nächsten Mal eine Strecke finden können, die für den ICE 3 auch ein bisschen passend ist. Weil natürlich können wir uns irgendeine langsame Strecke nehmen, aber so eine bisschen schnellere Strecke, das wäre schon ganz nice. Hab da auch schon was im Sinn, was wir mal wieder angehen könnten, was man mal wieder machen könnte. Und das würde auch zum ICE 3 passen. Mir schwebt da schon was vor. Ich glaube, hier kommt jetzt auch die erste Geschwindigkeitsankündigung, wenn ich mich recht erinnere. Und wir hören mal ganz genau hin, ob wir die Musik hören in Bremen. Habe jetzt nur die Fenster offen.
Schauen wir mal. Da blinkt auch schon vorne was. Das heißt, da müssen wir schon bremsen. Oh, ab hier ist 120. Okay. Seht ihr mal, das war zum Beispiel schon wieder gar nicht vorgegeben. Hier ist 160. Hier ist 60. Müssen wir natürlich bestätigen. Und dann bremsen wir runter. Das mit der 120 ist, glaube ich, gar nicht angekündigt. Außer ich habe es schon wieder komplett verplant. Aber da stand doch an der Stelle auch nichts. So. Dann gehen wir so langsam runter auf 60. Jetzt müssen wir sowieso unter 65, weil der 1000-Hertz-Magnet ausgegangen ist. Dann können wir es auch noch ein bisschen rollen lassen. Minimale Leistung ist dafür eigentlich super. So, davon können wir uns jetzt auch befreien. Von der Überwachung. Denn wir haben keine Beeinflussung mehr. Das war jetzt nur eine Geschwindigkeitsunterschreitung, weswegen wir hier bremsen mussten. Und hören wir die Musik? Ah, da, guck mal, da ist das Festival links. Ja, man hört's. Cool. Ich darf natürlich jetzt hier nichts übersehen. Man hört's auf jeden Fall. So, das Ganze müssen wir auch nochmal bestätigen. Gleich auf 40 runter. Da können wir aber ganz entspannt machen. Gut, dann können wir die Fenster wieder schließen. Hört man also nur, wenn man... Oh. Auch richtig rausgeht. Oh, jetzt haben wir die Tür hier aufgemacht. Okay. So, hört man also nur, wenn man richtig rausgeht aus dem Zug. Können wir ja mal machen. Boom, boom, boom. Alter, ist ja richtiges Techno. Nicht so meine Musikrichtung, Techno, aber ja, wem das wer das nice findet. Wir bleiben erstmal auf 60, klar. Ihr könnt relativ schnell dann auf 40 runter. Sollte ja auch immer noch ein Vorsignal geben, meistens. Guckt mal, hier habt ihr zum Beispiel ein Vorsignal, das euch nochmal zeigt. Hey, das ist eine Wiederholung und hier kommt gleich 40 und dann geht er einfach runter auf 40, wenn ihr das seht. So, und hier kommt nochmal ein Wiederholer, 40 und dann seid ihr schon längst auf 40 drauf. Also, müsst ihr natürlich auch nicht mehr bestätigen. So, aber cool, dass sie das mit reingebracht haben. Hier zeigt er uns ein HP0 an. Das müssen wir natürlich auch noch bestätigen. HP0 erwarten. Und dann fahren wir jetzt ein. Wir werden gleich die Gleise wechseln wahrscheinlich. Deswegen auch 40. Hier noch nicht. Und ich lasse gerade total, also komplett rollen. Mache jetzt hier gar nichts. Jetzt rollt er hier von ganz alleine. Jetzt geht es ein bisschen bergauf. Jetzt könnte man theoretisch... Wenn man jetzt alles noch rausholen will, die minimale Leistung anmachen. Beziehungsweise noch ein bisschen mehr dazuschalten, aber... Das ist wirklich dann, wenn man es ganz tryhard macht. Wir kommen... Ja, noch gut rechtzeitig an. Also tatsächlich haben wir ein bisschen was aufgeholt. Und hier gibt es den Gleiswechsel. Wir fahren nach links. Beziehungsweise geradeaus weiter. Gehe noch mal ein bisschen hoch auf 40. So. Und ja. Dann werden wir hier im Bremer Hauptbahnhof gleich zum Halt kommen. 200 Meter sind es noch. Wir sind auch schon im 500 Hertz Magnet. Oder unter der 500 Hertz Beeinflussung sozusagen. So, wir fahren relativ weit bis zum Ende. Wir dürfen natürlich jetzt nicht wieder, wie ich es schon mal gemacht habe, hier die rote Haltelinie, das rote Signal überfahren. So, und dann kommen wir hier zum Stehen.
Relativ genau sogar. Und lassen die Fahrgäste aussteigen. Und das war unsere Fahrt, liebe Leute. Wo bin ich denn hier? Eieiei. Lass mich hier raus, ich bin ein Star. Und da hören wir nochmal das Festival. Da hinten sehen wir es. Okay, und können die Türen verriegeln. Bleib jetzt mal draußen, um euch das hier einfach nochmal ein bisschen zu zeigen. Ja. Und dann war's das. Großartige Arbeit. Für die Rückfahrt wird lediglich eine vierteilige Einheit benötigt. Teilen Sie diesen Zug daher auf und bringen Sie ihn nach Bremen Nebengleis. Ach, unsere Aufgabe geht noch weiter. Deswegen. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Entfernen Sie den Generalschlüssel. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz im anderen Führerstand. So, den machen wir mal hier auf 0. Und dann gehen wir mal einmal rüber auf die andere Seite. Hallo? Tür zu? Kann die Tür nicht zumachen. Doch, jetzt. Okay, und dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Können hier gleich auch noch die Aufgabe machen, die ich gesehen habe. So. Hier soll ich mich reinsetzen? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Sollte ich mich dann hier reinsetzen? Ach, den Hauptkupplungsschlüssel. Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Den Hauptkupplungsschlüssel. Du stellst Fragen. Hier. Da. Stellen Sie den Kupplungsschalter auf 1. Okay. Drücken Sie und halten Sie den Entkuppeln-Knopf. Achso. Ja, jetzt muss man loslassen. What the fuck. Okay, Ziel erfüllt. Stellen Sie den Entkupplungsschalter auf aus. Machen wir. Und entfernen Sie den Schlüssel. Okay, haben wir. Setzen Sie sich. Ja, jetzt müssen wir rüber. Was kriegst du hier so rein? Streng geheim. So, Tür backt ein bisschen. Muss man so zumachen beim Aussteigen. Und dann setzen wir uns mal auf die andere Seite. Wir gucken natürlich nochmal hier, ob es noch irgendwas zu tun gibt. Hast du noch irgendwelche Aufgaben zu erfüllen? Nee, hier nicht. Okay, gut. Dann setzen wir uns mal rein. Stufen hoch. Let's go. Ach so, nee, wir müssen in die andere Richtung. Ah, warte mal. Ich habe mich vertan. Wir müssen in die andere Richtung. Never mind. Sorry. Hab mich vertan. Hab mich doch da eiskalt vertan. I'm sorry. So, wir müssen nochmal in die andere Richtung und dann geht's weiter hier lang. Und dann stellen wir da ab. Und wir haben da auch schon ein Rangiersignal. Ich weiß gar nicht, was das für ein Signal ist. Das habe ich selbst noch gar nicht, also noch nie gesehen. 3 gelbe Lichter. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Also vielleicht kriegen wir jetzt ein paar Zwangsbremsungen. Ne, den wollen wir nicht reinstecken, sondern den hier. Auf vorwärts. Und wir müssen zu Bremen Nebengleis. Let's go. Ich fahre mal nur mit 20, denn das ist so die Rangiergeschwindigkeit, die man eigentlich hat. Ja, da haben wir jetzt eine Zwangsbremsung bekommen, weil ich mich befreit habe. Hätte ich nicht machen dürfen. So. Jetzt baut er die Brakecraft ab. Und jetzt dürfen wir... Ich bleib mal auf 20. Ich weiß jetzt nicht, was man hier fahren darf. Manchmal darf man eben auch... auf 25, glaube ich, fahren bei Rangierfahrt. Manchmal auch 30. Weiß gar nicht, wie das so... Also da bin ich nicht so drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Das ist auch nicht so meine Sache. Also manche, die haben ja richtig Bock so an diesen DLCs, wo man auch rangieren kann und so weiter. Das bin ich gar nicht. Also da sehe ich mich überhaupt nicht. Aber wir fahren jetzt einfach ganz gemütlich zum Nebengleis hier in Bremen. Schauen uns das Ganze vielleicht auch mal auf der Karte an. Ah ja, okay. Dachte, wir müssen hier irgendwo hin, aber nee, hier ist das Abstellgleis.
Alright. Boom, 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 boom. Okay, darüber. Hier finde ich mal ganz schön, wenn man ein bisschen zumindest die Knöpfe noch im Auge hat. Dann weiß man nämlich, was die von einem wollen. Aber ich glaube, wir können hier wirklich 40 fahren. Aber das doch mal kurz ausnutzen. Und dann bleiben wir hier gleich stehen. Das Ganze können wir natürlich perfekt machen. Wir haben keinen Zeitdruck mehr. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich perfekt auf den Meter genau stehen bleiben. Und das hat doch mal super geklappt. Okay, das war's. Bremen nehmen. Ach nee, wir müssen. Ah ja, stimmt, das ist ja ein Szenario. Da müssen wir ja so weit fahren, dass das Spiel auch sagt, hey, du warst einmal drüber gefahren über den Ort, den ich haben wollte. So. Okay. Das war's fürs Erste. Dieser Zug wird später am Tag die Rückreise antreten. Später am Tag, ja, wie spät noch? Dachte, es ist schon 18 Uhr. Okay, aber damit haben wir es geschafft. In nicht ganz einer halben Stunde. Und sogar schneller, als das Spiel das vorgegeben hat. Und das haben wir eigentlich ganz gut bewältigt. 5002 Punkte haben wir insgesamt gesammelt. Und das reicht für die Goldmedaille. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute mit mir hier nach Bremen zu fahren zum Musical. Und das war sogar ein Szenario, was ich aber in dem Reisemodus gespielt habe. Beats bei Bremen, falls ihr das nachspielen wollt. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht euch dann heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.